Hallo meine lieben Parfümfreunde. So, heute gibt es hier wieder ein Close-Up-Video auf meinem Schminktisch. Und zwar habe ich mit jemandem von Parfumo.de getauscht. Das Tauschpaket hat mich heute Mittag erreicht und ich musste sehr an mir halten, es nicht sofort aufzureißen und alle Sachen zu testen. Denn das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Als erstes habe ich hier bekommen von Larive den Duft So Madame, der ein Duftzwilling sein soll zu Coco Mademoiselle. Und ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich hinkommt, weil ich hier jetzt über diesen Duft gelesen habe, dass so manche Duftnoten da überhaupt nicht zupassen. Also zum Beispiel haben wir hier angeblich Pfingstrose und Osmanthus drin und die sind in Coco Mademoiselle überhaupt nicht enthalten. Aber ich kenne den Duft nicht und bin sehr gespannt, wie mein erster Eindruck jetzt davon so ist. Oh, ich rieche schon, ja doch. Also, wenn die Alkoholnote die erste verflogen ist, haben wir hier so dieses gleiche Zusammenspiel von hier steht jetzt Zitrusfrucht drin, aber ich rieche da eindeutig eine Orange raus. Also wir haben hier eindeutig dieses Zusammenspiel von Orange und von Blüten. Jasmin ist jetzt hier nicht aufgeführt. Genau, ich blende euch die Duftpyramide mal ein. Wir haben Zitrusfrüchte, Pfingstrosen, Osmanthus, Rose, fruchtige Noten, Sandelholz und Patchouli. Und ich muss sagen, dass er riecht meiner Meinung nach nicht genau wie Coco Mademoiselle. Aber er geht schon in die Richtung und ja, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Duft. Für mich sind Coco Mademoiselle und ihre ganzen Dupes oder Duftzwillinge, wie sie heißen, auch alles Parfums, die man wunderbar im Frühling benutzen kann. Dadurch, dass hier eben einige Blüten enthalten sind, fruchtige Orangen, die nicht weihnachtlich würzig rüberkommen, sondern eher so ja, saftig und zitrisch. So, sehr schön. Vielleicht werde ich demnächst mal ein Video machen, weil ich noch einige andere Duftzwillinge ausgemacht habe von der lieben von der lieben Mademoiselle Coco. Und zwar gibt es von Fragonard noch so ein, zwei Düfte, die Coco Mademoiselle ähneln. Und von Coco Mademoiselle gibt es ja auch mehrere Varianten. Diese Intense-Variante fand ich ganz spannend. Die würde ich gerne nochmal vergleichen mit der normalen Coco Mademoiselle. Und es gibt einen Duft, der Coco Mademoiselle auch sehr ähnelt, der aber von Penhaligon's ist, nämlich Empressa. Das nur mal am Rande erwähnt. Genau. Was hatte ich noch in dem Paket? Und zwar hatte ich hier noch eine Probe, 5 ml von Yves Saint Laurent Black Opium Intense. An den kann ich mich noch schwach erinnern, den hatte ich mal getestet und fand ihn nicht so schlecht. Der hat auch eher eine reduzierte Duftpyramide. Da kommt viel raus. Als erstes steht hier Kaffee aufgeführt. Also wir haben hier keine wirkliche Duftpyramide, sondern die einzelnen Duftnoten sind nur aufgeführt. Kaffee, blauer Absinth, gut. Wie riecht blauer Absinth? Alkoholisch? Nee, Absinth ist ja eigentlich, meine ich, auch mit einem Wermutanteil und auf jeden Fall krautig. Und dieser Duft hier, er ist süß. Ob man den Absinth jetzt rausriecht, keine Ahnung. Dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Jasmin Sambac Absolut drin und Sandelholz, von dem ich zum Glück noch nicht so viel rieche. Ich bin ja nicht der größte Sandelholz-Fan, vor allem nicht, wenn es am Ende so ein bisschen in die dumpfe Richtung geht. Also ich habe mal einen Sandelholzduft gerochen, den ich sehr gerne mochte. Der war von Paris Monte Carlo, meine ich. Der war ganz nett, aber da fällt mir gerade der Name nicht so ein. Ja, es ist auf jeden Fall ein süßer, schwererer Ausgehduft, würde ich sagen. Also den hier würde ich auch tagsüber tragen. Und den würde ich jetzt, ja, man kann ihn auch tagsüber tragen, aber vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer, weil dafür wäre er mir jetzt doch viel zu süß. So, was hatten wir noch Schönes in dem Tauschpaket? Und zwar
Chanel Kristall, auf den freue ich mich ganz besonders, denn von dem habe ich eine kleine Miniatur, die aber gekippt ist, beziehungsweise die zitrischen Noten, die im Kopf sind, kommen einfach nicht mehr so gut raus. Wir haben hier wohl Bergamotte, Zitrone drin, dann haben wir hier Zinte, Rosenholz. Hyazinth ist ja auch mal so ein bisschen speziell. Eichenmoos und WTW, also eine total unsüße, frische, grüne Kombination. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf Chanel-Düfte aus. Von daher teste ich da mal mich so durch, was zu mir passt. So. Oh ja. Der ist frisch, grün. Im ersten Moment erinnert er mich auch sehr an Eau de Lancôme. Ich glaube, die sind auch beide so ungefähr aus der gleichen Zeit. Ja, kann sein, dass Eau de Lancôme ein bisschen später ist. Auf jeden Fall, dieses Chanel Kristall wird seit 1974 schon hergestellt. Und ich will jetzt nicht sagen, so riecht er auch, das klingt so böse, aber ich finde, er riecht klassisch. Ja, er riecht klassisch. Unspektakulär, nicht im negativen Sinne, sondern er riecht, sagen wir mal, unaufgeregt und klassisch. Ja, frisch, erfrischend. Auf jeden Fall auch was für Frühling und für Sommer. Jetzt werden die Temperaturen hoffentlich auch wieder wärmer und man kann sich raussetzen. Und ja, dazu passt er auch ganz gut. So, dann hatten wir hier noch eine schöne Probe von Twilly. Von Hermes. Das hatte ich schon mal getestet, habe es für mich nicht tragbar empfunden, weil wir hier eine ganze Menge Tuberosen drin haben. Und mein erster Test war so ein bisschen verunglückt, weil ich die Kopf. Ja, hier haben wir auch wieder keine wirkliche Duftpyramide, sondern auch eher sehr reduzierte Duftnoten. Und zwar sind enthalten Ingwer, Tuberose und Sandelholz. Und genau in der Reihenfolge fand ich auch, dass man alle gerochen hat. Wie gesagt, mein erster Test war so ein bisschen verunglückt, weil ich den Ingwer wunderschön fand und die Tuberose war mir so zu viel, dass ich sie leider abwaschen musste. Und also ich habe den Arm dann ordentlich geschrubbt und das, was dann übrig blieb, so ein leichter Hauch der Tuberose mit diesem scharf pritzelnden Ingwer und hier einem eher cremigen Sandelholz hat mir unglaublich gut gefallen. Deshalb bin ich gespannt, wie er mir jetzt beim zweiten Test gefällt. Gucken, dass ich noch eine Stelle erwische, die noch nicht besprüht ist. Oh, hier wird es gleich riechen. Ja, schwierig. Also, ich bin ein großer Fan von Ingwer in Düften. Das finde ich spannend. Finde ich manchmal auch spannender als einfach nur. Also, statt zitrischen Noten, die wirklich von Zitrusfrüchten kommen, finde ich es spannend, wenn man stattdessen Ingwer verwendet, weil er noch immer so was Bitzelndes, Prickelndes und so eine leichte Schärfe mit drin hat. Den Ingwer finde ich schön, aber die Tuberosen sind mir zu grün, sage ich mal. Tuberosen haben so die Angewohnheit, dass sie wohl zur Tageszeit anders duften als zur Nachtzeit. Also ich meine jetzt nicht das fertige Parfum, sondern die Blüten der Tuberose an sich. Und ja, in Parfums gibt es eher diese grünen Tuberosen, die auch so in zum Beispiel Cacharel Eden verbaut sind. Die mag ich nicht so sehr, die schnüren mir eher die Kehle zu. Dann gibt es Tuberosen, die eher butterig und weich sind. Und dann gibt es auch sehr süße Tuberosen. Es gibt von Maison Lancôme gibt es einen ganz netten Tuberosenduft oder welchen Tuberosenduft ich auch absolut umwerfend gut finde, ist von Madonna Truth or Dare. Da ist die Tuberose wirklich in your face, krass süße Tuberose und hat so eine leichte Kaugumminote. Und das finde ich bei Tuberose sehr spannend. Das haben wir hier jetzt nicht. Wir haben hier wirklich eine grüne Tuberose und ja, tut mir leid. Ich glaube, es ist echt ein schöner Duft, aber ich tendiere schon wieder dazu, gleich ihn abwaschen zu wollen. Naja. Schauen wir mal, ich lasse ihn mal drauf und gucke so in 2 Stunden nochmal, wie er sich entwickelt und gebe euch dann nochmal ein Update. So, jetzt meine Stäbchen sind leider aus, deshalb habe ich hier mir mal so eine kleine Blume zusammengezwirbelt.
um die letzte Probe zu testen, Idol von Lancôme. Hier erinnere ich mich, dass ich den auch mal getragen habe, ein, zwei Tage hintereinander zur Arbeit und fand ihn ganz nett. Wir haben hier eine sehr süße Rose, die auf einem saftig süßen Birnenbett präsentiert wird. Und ja, Bergamotte ist mit drin, von der rieche ich jetzt nichts. Wir haben auch wieder Jasmin, ne, so die Allzweckwaffe. Dann haben wir einen Chypre-Akkord, der mir hier aber nicht schüpprig genug vorkommt im Moment. Und wir haben Moschus. Also ich sag mal so, von den ganzen neueren oder ja, zuletzt lancierten Düften gefällt mir Idol ganz gut als weiblicher, unverfänglicher, in die fruchtig-süße, blumige Richtung gehender neueren Alltags-Damendüfte. Da ist er wirklich, ja, ich würde sagen, da kann man nichts mit falsch machen. Der trägt nicht zu dick auf, obwohl er schon sehr süß ist, aber die Birne hat doch noch so eine leichte Saftigkeit, wenn das Sinn macht. Ja, also wie wenn man in so eine überreife Birne beißt, aber die Birne einfach noch ein bisschen fruchtig schmeckt. Genau. So, ich schaue jetzt mal, wie die Düfte sich entwickeln und melde mich dann so in einer Stunde nochmal. Oder ja. Oh, ich merke schon, ne, der Kaffeeduft hier, also Black Opium, hat schon ordentlich eine Schippe Kaffee nachgelegt. Ich glaube, der Absinth ist hier ziemlich schnell verdampft. Aber gut, ich schaue jetzt mal, wie sich das Ganze so verhält, wenn sich die Kopfnote verzogen hat und das Herz ein bisschen mehr rauskommt. So, herzlich willkommen zurück zu einem schnellen Update. Es ist jetzt ungefähr 1,5 Stunden später. Länger hält ich es jetzt auch nicht aus, diese ganzen Düfte auf dem Arm gesprüht zu haben. Und genau, ich rieche jetzt nochmal an allen und beginnen möchte ich mit dem So Madame. Ja, also im ersten Aufsprühen, sage ich mal, kann man erkennen, dass es sich hierbei um einen Klon, ja, was heißt Klon, Duftzwilling. Ich finde alle Worte dafür nicht ganz so passend. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das in Zukunft nennen möchte. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn unspektakulär. Man kann am Anfang schon erkennen, dass es in die Coco Mademoiselle-Richtung geht, aber er wird hinten raus sehr schnell sehr viel flacher. Klar, vielleicht kann man für den Preis auch nicht so was Hochwertiges erwarten, aber manchmal habe ich so das Gefühl, bei diesen zu günstigen Parfums, da ist irgend so eine Duftnote eingebaut, die für mich immer so ein bisschen nach getrockneten Pilzen oder Champignons riecht. Das finde ich nicht ganz so angenehm. Das hatte ich auch mal bei so einem Zara Vanilleduft. Gut, jetzt ist hier in dem So Madame keine Vanille drin, aber irgendeine Synthetik wird da drin sein, die eben für mich nach Champignons riecht. Ja, genau. Der Chanel Kristall. Mein Freund hat gerade gesagt, Gurke. Genau, zu diesem So Madame hat er gar nichts gesagt. Hat er gesagt, ja, ich rieche es, aber ich kann nichts zu sagen. Gurke würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, man riecht noch leicht, dass er grün war. Man riecht natürlich die zitrischen Noten nicht mehr. Die sind stark flüchtig. Zwischendurch hatte ich noch mal dran gerochen. Da hat man so ein schönes Eichenmoosbett wahrgenommen. Aber jetzt ist relativ viel davon verflogen. Was ich teilweise auch nicht so schlimm finde, weil manchmal benutze ich gerne am Tag zwei verschiedene Düfte. Und wenn der erste Duft dann so intensiv oder langanhaltend ist, dann kann man eben nicht in den Genuss kommen, noch ein zweites Parfum aufzutragen. Viele reden ja von Performance und Haltbarkeit muss super sein. Das finde ich gar nicht. Manchmal benutze ich Düfte auch als so eine Art Aromatherapie. Dann sprühe ich einfach nur wild rum und freue mich für 15 Minuten. Und wenn die zitrischen Noten dann weg sind, dann ist es so. Ja, muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, es gibt immer verschiedene Anwendungsgebiete für Parfum. Klar, in erster Linie, um sich selbst zu beduften, aber manchmal will ich mich auch nicht selbst beduften, sondern einfach nur dran riechen. Und dafür ist so ein Duft, der nicht so ha lange haltbar ist, auch ganz schön. Ja. Den nächsten, den ich aufgesprüht hatte, war der Black Opium. Intense. Da hat mein Freund gerade gesagt, riecht nach Zirkus.
Zwischendurch hatten wir hier auch noch mal stärkere Kaffeenoten. Die werden jetzt wirklich ein bisschen süßer und es riecht auch so ein bisschen nach irgendwelchen Süßigkeiten. Jedenfalls, genau, riecht das nach, ja, so einer Art Jahrmarktsüßigkeiten. Der Kaffee wird jetzt auch ein bisschen schwächer, der war zwischendurch mal stärker. Und was ich auch finde, kann aber auch Einbildung sein, dieser Absinth, dass er so eine leichte Kräuterlikörnote noch mit dazu gibt. Ist auf jeden Fall ein schöner Duft. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eher ein Abendduft ist. Und wenn ihr mit dem normalen Black Opium nicht zurechtkommt, weil euch die Orangenblüte zu erdrückend und schwülstig vorkommt, die Jasmin ist hier tatsächlich ein bisschen zahmer noch als die Orangenblüten. Und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Ergänzung. Ja. Dann hatte ich Twilly. Und ja, ich bin jetzt nicht mehr ganz so begeistert wie beim ersten Test. Also da war ich auch nicht wirklich begeistert, weil ich ihn ja auch abgewaschen habe. Aber da fand ich dann die Noten drumherum um die Tuberose irgendwie schöner. Und vom Ingwer habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Oder sage ich mal, riecht man jetzt auch nicht mehr so viel und ja, die Tuberose ist ein bisschen cremiger geworden, aber immer noch eher grün von der Duftfarbe her. Und es ist, sage ich jetzt mal, ein netter Alltagsduft, wenn ihr grüne Tuberosen mögt und ein bisschen anders riechen wollt als die anderen und auch nicht zu süß riechen wollt, weil zu süß ist der Duft nicht. Mein Freund hat zwar was ganz Böses dazu gesagt, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, es ist ein relativ edler Alltagsduft. Ja, ganz im Gegensatz zu Idol, nicht heißt, dass er auch ein Alltagsduft ist. Ich finde auch, dass der ein ganz schöner Alltagsduft ist, aber er ist nicht edel. Wirklich in dem Sinne, sondern er ist sehr gefällig, fruchtig, unkompliziert und ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch diesen Duft sich irgendwie gestört fühlen könnte. Ja, gut, das war jetzt meine Einschätzung. Wie gesagt, ich muss jetzt alle Düfte abwaschen gehen, denn ich kann es gerade nicht mehr ertragen, nach diesen ganzen verschiedenen Sachen zu riechen. Und ja. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, schreibt mir doch mal, ob ich mal so einen Vergleich machen soll. Ja, hier zum Beispiel mit Coco Mademoiselle und den anderen Cocos, anderen Schwestern, sage ich mal. Und vielleicht auch mit Yves Saint Laurent Black Opium Intense zu der normalen Variante. Da könnte ich mir ein paar ganz interessante Sachen vorstellen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Erste Eindrücke. Sie waren jetzt nicht ganz so neu, weil ich tatsächlich vier Düfte schon kannte, mich nicht mehr so ganz erinnern konnte. Ja. Und schreibt mir doch mal, was haltet ihr von der Marke Larif? Würdet ihr euch Dupes kaufen, also Duftzwillinge? Oder wo zieht ihr da die Grenze? Da bin ich immer noch nicht so ganz entschlossen, was meine Meinung dazu ist. Könnte ich auch noch mal was drüber erzählen in einem anderen Video. Alles klar, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut und bis zum nächsten Mal.